Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum des bärtigen Unterhaltungsformates auf YouTube auch. Ich hab gehofft, der weiß noch, wie es heißt. Beard Pro TV wollte ich hören. Mal gucken, ob es beim nächsten Mal klappt. Gestern musste ich mit Erschrecken feststellen, dass einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber sämtliche meiner Kommentare löscht und mich sogar blockiert, um weitere Kommentare zu schreiben. Die Rede ist natürlich von unserem lieben Bartmann. Da jeder ja weiß, dass wir auf Facebook quasi per Du sind. Yo, Digga. Ich hab mal deine Seite durchgecheckt. Du willst nicht wirklich, dass ich dafür meine Anwälte einschalte, oder? Habe ich mir gedacht, werde ich ihn höflich noch einmal fragen, wie es ihnen denn eigentlich geht gerade. Ich würde behaupten, die Nachricht an ihn hat alles so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Dennoch interessiert uns ja alle brennend, was wirklich im Bartmann vorgeht. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wir haben ein Undercover-Kamerateam nach Berlin geschickt, um ihn zu treffen und herauszufinden, was die Wahrheit über den YouTuber Bartmann wirklich ist.